Herzlich willkommen zu den Most Actives hier aus der Börse in Frankfurt. Letzter Handelstag in dieser Woche und dieser Woche haben wir ordentlich an Boden gut gemacht. Gestern ging es noch über die 13.200 Punkte Marke. Vom BIP fürs dritte Quartal aus Deutschland haben wir positive Impulse bekommen. Ein Wachstum von 0,3%. Die Inflationsdaten für den Oktober aus Deutschland hingegen mit 10,4% noch einmal weiter angezogen. Aber die EZB, sie hat ja gestern signalisiert, sie ist weiter bereit, diese hohe Inflation anzugehen. Und der DAX, der legt eine Verschnaufpause ein. Das heißt, wir sehen hier leichte Gewinnmitnahmen nach dieser Rallye innerhalb der Woche. Und somit 0,3% ist der DAX im Minus bei 13.170 Zähler auf Wochensicht gesehen. Aber werden das wohl rote, grüne Vorzeichen werden und somit die vierte Gewinnwoche in Folge. Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir unter anderem Microsoft, Alphabet, Adidas oder aber auch die Deutsche Bank. Und wir werfen einen Blick eben genau auf die Deutsche Bank, denn die hat in dieser Handelswoche bisher richtig gut performen können. Seit Montag ging es um mehr als 10% nach oben. Vor allem die starken Quartalszahlen kamen bei den Anlegern gut an. Und Positives gab es dann auch von Seiten der Analysten. So hat die Credit Suisse das Kursziel auf 10,50 Euro angehoben, allerdings ihre Beurteilung bei Underperform belassen. Deutlich optimistischer hingegen ist Goldman Sachs. Da hat man nach den Zahlen für das dritte Quartal das Kursziel auf 18,20 Euro angehoben und sagt eben auch weiter bei. Aber die Aktie, sie kämpft derzeit mit der wichtigen 200-Tage-Linie. Sie läuft bei rund 9,82 Euro. Das nächste Ziel läge dann bei der Widerstandszone um 10,70 Euro und dann würde die 12-Euro-Marke ins Visier kommen. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Die Deutsche Bank einmal mehr mit darunter, aber auch Tesla oder aber Volkswagen. Und wir werfen einen Blick auf Tesla. Die Ära von Elon Musk bei Twitter, die hat ja laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef und Finanzchef gefeuert worden. Musk will zunächst selbst den Chefposten bekleiden. Tesla-Aktionäre, denen ist durchaus Angst und bange, dass der 51-Jährige demnächst einen Burnout erleiden wird oder dass Musk eben seinen Fokus noch mehr verändert, weg von Tesla hin dann zu Twitter. Und Musk hat ja eine große Vision für den Kurznachrichtendienst. Er will daraus eine Mega-App namens X kreieren und das kostet jede Menge Zeit, Geld, aber eben auch viel Kraft. Und zudem schwebt eben die Befürchtung im Raum, dass der Tesla-Chef etliche Aktien am Autobauern verkaufen könnte, um dann letztlich den Twitter-Deal zu stemmen. Nun noch der Blick auf Volkswagen. Da gab es heute die Zahlen zum dritten Quartal. Und die Zahlen und der Ausblick des Autobauers, die zeigen sowohl Licht, aber eben auch Schatten, heißt es von Seiten der Experten. Im Tagesgeschäft konnte der Autobauer deutlich zulegen. Abstriche, die gibt es aber beim Nettogewinn und den Auslieferungszielen fürs Gesamtjahr. Schaut man sich den Nettogewinn im dritten Quartal an, dann lag der bei 2,1 Milliarden Euro. Das ist ein Minus von etwas mehr als einem Viertel. Der Umsatz, der legte aber um rund 24% zu auf 70,7 Milliarden Euro. Und die Wolfsburger bestätigen unterdessen die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis. So viel von mir und hier. Ich wünsche ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.